Willkommen zurück. Ein tödliches Geheimnis, immer noch. Ratsherren werden von der dunklen Bruderschaft ermordet. Und ein verschlüsseltes Dokument. Ich mag Orte, an denen sich etwas ereignet hat. Selbst wenn es traurige Dinge sind. Die Feste Blaublut entdeckt. Müssen entschlüsselt werden. Hört zu, Ratsherr Lovidicus und Hauptmann Rian schicken mich. Ich muss sofort Ratsherrin Arbor sprechen. Und was ist mit meiner Schwester? Niemand hat sie gesehen, seit sie der Ratsherrin ihr Essen brachte. Ratsherrin Arbor gab klare Anweisungen. Sie will nicht gestört werden. Noch eine Söldnerin? Ist die Elfenbeinbrigade wirklich so schwach auf der Brust, dass Hauptmann Rian schon Soldklingen anwerben muss? Hört mal. Ich sagte es doch schon der Waldelfin. Ratsherrin Arbor besteht darauf, dass sie nicht gestört werden möchte. Hauptmann Rian und Ratsherr Lovidicus haben uns geschickt. Wollt ihr euch unsere Mission wirklich in den Weg stellen? Na schön, das reicht. Ich merke schon, wenn ich überstimmt werde. Nun gut, ich gebe euch die Erlaubnis, den Wachturm zu betreten. Ratsherrin Arbors Sicherheit liegt nun in euren Händen. Gut, das reicht mir. Das reicht mir noch nicht. Na schön, das reicht. Lurius? Ah, irgendetwas von wegen seiner Schwester. Sie ist auch eine Dienstbotin hier in der Feste. Sie arbeitet in der Küche, glaube ich. Anscheinend hat sie der Ratsherrin das Essen gebracht. Er meint, sie wäre danach nicht wiedergekommen, aber die Dienstboten suchen ständig nach Gelegenheiten, um sich davonzustehlen. Warum ist Ratsherrin Arbor in der Feste Blaublut gekommen? Die Ratsherrin verlangte, dass wir sie beschützen. Sie sagte, ihr Leben sei in Gefahr, weigerte sich jedoch Einzelheiten zu nennen. Kaiserliche Vertraulichkeit, wie sie sagte, weit über meinem Rang. Ich habe sie im Wachturm untergebracht und ihr zwei Brigadisten als Leibwachen zugeteilt. Klingt aber auch schon verdächtig. Oh nein! Ratsherrin Arbor wurde ermordet! Oh nein. Aber wo ist die Dienstbotin? Das war Zufall. Sieht aber lecker Arbors aus. Arbors Essen ist noch warm. Was ist denn mit der Dienstbotin geschehen, die es brachte? Weiß ich nicht, aber ich mache jetzt ein Foto davon. Neues Buch entdeckt. Natürlich haben sie die Seiten herausgerissen und mitgenommen, gerade als wir so dicht dran waren, mehr über die Ambitionen herauszufinden. Die Visitenkarte der dunklen Bruderschaft. Die Visitenkarte. E-Mail an info@dunklebruderschaft.de oder sowas. Wir haben eine Tür, die von außen verschlossen war, eine tote Ratsherrin und eine vermisste Dienstbotin. Hat der Assassine die herausgerissenen Tagebuchseiten und die Dienstbotin mitgenommen? Auf jeden Fall haben sie nicht nur Arbor ermordet, sondern wissen nun wahrscheinlich auch von den Ambitionen. Wie kann der Mörder in den Wachturm hinein und wieder heraus, ohne dass die Brigadisten es bemerkten? Seht ihr das Seil, das von der Spitze des Turms hängt? Ich würde meinen Eichelpo darauf verwetten, dass der Assassine auf diese Weise hinein und wieder herauskam. Aber die verschwundene Dienstbotin. Irgendwas klopft da in meinem Hinterkopf. Und warum sollte die dunkle Bruderschaft diese Seiten mitnehmen? Vielleicht führt die dunkle Bruderschaft die dätrischen Waffen für sich selbst. Vielleicht. Doch nichts, was ich je über die dunkle Bruderschaft gelesen habe, deutet darauf hin, dass sie an Kriegswaffen Interesse hätte. Falls die Ambitionen denn überhaupt so etwas in der Art sind. Verdammt! Wir schießen hier Pfeile ins Dunkel! Berichten wir Kommandant Ortin von Arbor. Okay, ich soll es wohl sagen. Und? Wird Ratsherrin Arbor mit euch nach Leyawin zurückkehren? Kann ich endlich meine Feste wieder in Schuss bringen? Ratsherrin Arbor wurde ermordet. Ermordet? Ihr Götter, sprecht leise. Wollt ihr eine Panik auslösen? Sagt mir, was ihr im Wachturm herausgefunden habt. Arbors Mal war noch warm, aber unangetastet. Der Assassine hat eine Visitenkarte hinterlassen. Lasst mich das einmal sehen. Ein schwarzer Handabdruck. Das Zeichen der dunklen Bruderschaft. Doch wo ist die Dienstbotin Thalaes?
Ist sie an diesem Fiasko beteiligt? Und wie sind sie und der Assassin aus dem Wachturm gekommen? Meine Brigadisten haben ihre Posten nicht verlassen. Vom Dach hing ein Seil. Das erklärt einen Teil, aber nicht alles. Wir müssen Thales ausfindig machen. Da ihr ohnehin beteiligt seid und für Hauptmann Rian arbeitet, will ich, dass ihr im Stillen versucht, Thales zu finden. Beginnt damit, mit den anderen Dienstboten in der Küche und dem Speisesaal zu sprechen. Okay, dahin. Neues Buch entdeckt. Geschichten von Schwarzmarsch von Juno Asilio, Sammler von Geschichten. Eurer Schwester geht es gut. Diese ist sich sicher. Wo könnte sie dann sein? Sie würde nie ihre Pflichten vernachlässigen. Sie hat wahrscheinlich eine dunkle Ecke und jemanden zum Kuscheln gefunden. Diese macht das die ganze Zeit. Na. Schönen Tag, Besucherin. Wie kann diese euch behilflich sein? Kommandant Ortin hat uns gebeten, Thales zu suchen. Wo sollen wir uns eurer Meinung nach umsehen? Ah, Thales. Sie bereitet ihrem Bruder solche Sorgen. Sie hat diese gefragt, wo wir die Scharfwurzelflocken verwahren. Ratsherrin Abor streut sie sich auf jedes Essen. Saihaida hat ihr gesagt, sie sind in der Speisekammer. Aber man braucht dafür den Schlüssel aus der Küche, um die Tür aufzuschließen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Das will ich genauer wissen. Ich gucke nochmal nach Bücherregal oder Sachen, die man aufmachen kann. Die man aufmachen kann, darf man nicht, aber hier neues Buch entdeckt. Der Orden der erwachsenen Flamme. Ein Enthüllungsbericht von Peregrina Pompitalus. Schnappt euch einen Besen und fangt an zu fegen. Was? Nein, das ist Thaleses Aufgabe. Und seht ihr Thales irgendwo? Nein? Dann fangt zu fegen an. Neues Buch entdeckt. Delikatessen der Transniben-Region. Vom ersten Mart Snagot, der Guarschnabel des zweitschnellsten Kaperschiffs auf den Nieben. Noch ein neues Gesicht in der Feste? Erst Ratsherrin Arbor, nun ihr und diese niedliche Waldelfin. Hört mal, ich würde wirklich gern plaudern, aber Thales hat sich verzogen und mir all ihre Aufgaben überlassen. Ich versuche sie zu finden. Wisst ihr, wo wir sie suchen können? Sie hat der Ratsherrin ihr Essen gebracht und ist nicht zurückgekehrt. Habt ihr im Wachturm nachgesehen? Arbor ist zwar schon etwas älter, doch vielleicht wollte Thales ihre Gunst erlangen, wenn ihr wisst, was ich meine. Arbor riecht nach Angst. Vielleicht findet Thales das anziehend. Was meint ihr mit riecht nach Angst? Nun, sie benimmt sich wie ein verängstigter Goar, seit sie hier eingetroffen ist. Bleibt eingeschlossen im Wachturm. Lässt immer nur einen Dienstboten auf einmal herein. Und sie verbrennt Papiere. Irgendwelche Dokumente. Sie ist außer sich vor Angst, wenn ihr mich fragt. Okay. Die Dienstboten kommen in die Küche, um zu tratschen und zu plaudern. Das duldet diese nicht. Misaba bittet darum, dass ihr sie nicht über Gebühr ablenkt, da sie ohnehin schon von Natur aus faul sind. Was genau wollt ihr denn? Kommandant Ortin hat uns gebeten, Thales aufzuspüren. Wisst ihr, wo er sie suchen könnte? Diese junge Frau. Sie ist nicht aus dem Wachturm zurückgekehrt. Daher blieben ihre Pflichten vernachlässigt. Und sie hat den Speisekammerschlüssel dahin mitgenommen, wohin sie verschwunden ist. Er hängt nicht mehr an seinem Haken. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Küchenregeln. Ein ganz klarer Verstoß. Wo ist die Speisekammer? Die Speisekammer ist im Keller. Aber die Tür ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Thales murmelte etwas darüber, wie sehr die Ratsherrin Schafwurzelflocken liebt. Dann schnappte sie sich den Schlüssel und das Tablett mit dem Essen, bevor sie abzog. Diese hat sie seitdem nicht mehr gesehen.
Okay. Lasst uns Also, was haben wir erfahren? Ratsherrin Arbor hatte Angst, doch das ist verständlich. Interessant ist, dass sie Unterlagen verbrannt hat. Ihr Tagebuch deutet darauf hin, dass sie mehr wusste als die anderen. Und Thales ging in die Speisekammer, bevor sie sich zum Wachturm aufmachte. Meint ihr, wir sollten einmal in der Speisekammer nachsehen? Kann nicht schaden. Und eines haben mir alle Kriminalromane beigebracht, die ich je gelesen habe. Man geht jedem Hinweis nach und mag er noch so unbedeutend wirken. Sehen wir in der Speisekammer nach und finden wir heraus, ob sie dort nach mehr als nur Scharfwurzelflocken gesucht hat. Sag mal, irre ich mich oder hat Evelie die gleiche Synchronstimme wie, wie hieß die noch? Die eine von Guild Wars. Ich hab den Namen vergessen. Und die eine Techniker-Asura. Die Speisekammer. Wir finden den Weg relativ leicht. Ist das... Verdammt! Sie haben auch Thales ermordet! Thales. Neues Buch entdeckt. Kesche Schwarzflotte zieht in den Krieg Teil 1 von Peg Ereel. Sie haben Thales ermordet. Oh nein. Sie hatte doch noch Käse dabei. Ah ja. Warum sollte denn die dunkle Bruderschaft? Oh nein, wir müssen uns unterhalten. Alles klar, ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Der Assassine ist Thales hier hinein gefolgt, hat sie ermordet und ihren Platz eingenommen, damit er in den Wachturm gelangen konnte. Ziemlich schlau, doch er hätte sie nicht umbringen müssen. Evelie, es wird Zeit, dass ich euch die Wahrheit sage. Ich gehöre zur dunklen Bruderschaft. Klar. Sehr witzig. Wartet, das ist euer Ernst? Mhm. Wenn ihr hierin verstrickt seid und wenn ihr nur versucht habt, eure mordlüsternen Freunde zu retten. Ah! Na schön, wir gehen zurück nach Leyavin. Ihr könnt freiwillig mitkommen oder ich schleife eure Leiche hinter mir her. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas einbauen. Beruhigt euch und hört zu. Die dunkle Bruderschaft hat das nicht getan. Sie tötet nicht ohne einen Kontrakt. Ja, das habe ich irgendwo gelesen. Doch was ist mit den Visitenkarten? Die schwarze Hand ist doch eine klare Ansage. Die dunkle Bruderschaft lässt dieses Zeichen nur unter ganz besonderen Umständen zurück. Da gibt sich jemand viel Mühe. Zu viel Mühe dabei, uns zu überzeugen, dass die dunkle Bruderschaft hinter den Morden steckt. In Ordnung. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die verbleibenden Ratsmitglieder nach wie vor in Gefahr schweben. Wir müssen Faleria und Vandasia warnen. Was ist mit Kommandant Ortin? Wir sollten ihm erzählen, was Thales zugestoßen ist. Richtig. Erstattet Kommandant Ortin auf eurem Weg hinaus Bericht. Erzählt ihm, was geschehen ist. Dann geht nach den Ratsmitgliedern Faleria und Vandasia sehen. Ich muss nach Leyavin zurückkehren und mich mit Luvidicus beratschlagen. Aber das hier, zwischen uns beiden, das ist nicht vorbei. Vergesst das nicht. Oh, okay. Ich will dem Kommandant Bericht erstatten, die beiden restlichen Ratsmitglieder benachrichtigen und euch dann in Leyavin treffen. Nach eurer Meldung beim Kommandanten stellt ihr Kontakt zu den Ratsmitgliedern Faleria und Vandasia her. Faleria ist in die Gezeitenhöhle gegangen, um ihre Aufzeichnungen zu holen. Vandasia arbeitet im Gerichtsgebäude von Gideon. Angeknackste Eicheln! Plötzlich überkam mich ein äußerst seltsames Gefühl. Geht es euch gut? Ja. Nein, ja, ich weiß es nicht. Wir sprachen über die Ratsmitglieder, Faleria und Vandasia. Plötzlich hatte ich eine Vorahnung. Sie war kurz, verstörend und etwas unangenehm. Wie die Träume, die mich heimsuchen. Doch das war das erste Mal, während ich wach war. Erzähl mir von den Träumen. Erinnert ihr euch an das seltsame Buch, das ich gefunden habe? Das in dädrischer Schrift verfasste, das ich nicht lesen kann? Ich habe Albträume, seit ich es gefunden habe. Und die Träume werden häufiger. Dieses Mal geschah es tatsächlich, während wir uns gerade unterhielten.
Ich glaube, ich habe den Prolog vergessen zu spielen. Zählt mir von den Vorahnungen. Es war nur ein Aufblitzen, aber es ging mit einer Empfindung einher. Ich fühlte ein alles überwältigendes Böses, vereint in einer Gestalt, die ich vor meinem geistigen Auge sah. Als ob mir jemand kurz ein Porträt vors Gesicht gehalten hätte, nur um es gleich wieder wegzuziehen. Wie sah der Gestalt aus? Es war ein Kultist der erwachenden Flamme, glaube ich. Jemand Mächtiges, ein Oberhaupt, eine dunkle Silhouette gehüllt in einen Mantel. Ich werde nie das Gefühl vergessen, das sie in mir hervorrief. Es war eine Welle der Hoffnungslosigkeit. Damit können wir uns später herumschlagen. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Also ich hätte das ja besser gefunden, hätte man auswählen können, was man sagt. Dass man jetzt hier offene Karten spielt und einfach irgendwie direkt reinschmeißt. Ich war mal Mitglied. Aber wie könnte so ein Wesen Mitglied der dunklen Bruderschaft sein? Oder überhaupt noch? Nun gut, ihr habt mit den Dienstboten der Feste gesprochen und in unserer Speisekammer herumgewühlt. Wie lautet das Urteil? Habt ihr die verschwundene Dienstbotin gefunden? Talese ist in der Speisekammer. Der Assassine hat sie ermordet. Er gab sich als sie aus, um in den Wachturm zu kommen. Das ist ja grauenhaft. Seid ihr euch sicher? Nein, natürlich seid ihr euch sicher. Niemand würde bei so etwas lügen. Ich werde ihrem Bruder erzählen, was vorgefallen ist. Und jemanden schicken, der sich um die Leiche kümmert. Ihr Götter, was war das nur für ein Tag? Das stimmt. Jetzt müssen wir wieder Vandarsia oder Falleria aufsuchen. Ich würde sagen, wir suchen diesmal Falleria wieder auf. Und retten ihr sozusagen das Leben. Das ist in der Höhle. Gezeitenhöhle, ne? Ja, dann ist das unser nächstes Ziel, wo wir als nächstes hingehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.